auswandern, oder? Ja, wir wandern auf jeden Fall aus heute. Ja. Hi Leute. Hallo, Benjamin hier von der Fruchtlawine, heute wieder mit Tobias. Genau. Heute wollten wir, weil es war ja so viel Interesse, ne, beim letzten Video, wo ich zum Retreat gemacht hatte, verlinke ich auch mal in der Infobox, hier oben oder hier, ich weiß nie, in welcher Ecke es ist. Ja. Genau, ich verlinke es mal oben, weil hier bei Benjamin, ne, hier auf Sri Lanka, wird dann auch der Retreat da stattfinden, vom 2. bis 9. Februar. Genau, also schaut mal unbedingt in den Trailer rein, da sind nämlich auch mega die coolen Aufnahmen hier vom Grundstück drin. So. Ja genau, hier, wir hatten halt einen Gast im Baumhaus, der hatte mit einer Drohne, war der hier und hat Drohnenaufnahmen gemacht. Ja. Ziemlich cool, die hat Tobias noch mit reingeschnitten. Also, ja, also das sind echt richtig coole Aufnahmen dabei, also schaut euch den Trailer mal an, der ist nämlich auch in der Infobox. Genau, ja. Und die haben das Baumhaus hier besucht. Also Benjamin hat hier auf dem Grundstück auch ein Baumhaus gebaut gehabt, das ist auch richtig cool so. Können wir dann auch nochmal zeigen. Wir wollten aber dann nochmal ein extra Video machen mit so einer Rundführung hier vom Grundstück. Wahrscheinlich sogar zweigeteilt, weil das Grundstück ist irgendwie so groß und hier gibt es so viele. Ja, und Benjamin wollte nochmal die ganzen Pflanzen zeigen. Ja, und, ja. Genau, ja, hier gibt es echt einiges. So. Genau. Ja. Und dann wollten wir ja noch ein Video zum Thema Gemeinschaft machen. So. Genau, ja, genau. Das ist ja noch ein anderes. Ja. Genau. Aber erstmal zum Auswandern. Ne? Genau, was für allgemein zum Auswandern? Also wenn man jetzt nach Sri Lanka auswandert? Ja, und halt auch, weil, also du bist ja vor 10 Jahren, ne? Ja, gut. Genau. Vor 10 Jahren so nach Sri Lanka, genau. Ja. Ja, ich meine, bei mir war es halt auch so, dass ich das ein bisschen offen gehalten habe. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt für immer oder so. Ja. Das hat sich, glaube ich, dann irgendwie erst nach einer Zeit entwickelt so. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man das erstmal nur so austestet, vielleicht für eine gewisse Zeit, wie einem das gefällt, ob man damit klarkommt und dann, anstatt dass man jetzt sagt, okay, ich wandere jetzt auch so, breche alle meine Zelte genau. ab, so, kein Rückweg mehr, kein Zurück. Ja, ich meine, du hattest ja auch nicht unbedingt vor, auszuwandern, oder? Naja, das, ja, oder du wolltest schon mal erstmal reisen und mal schauen, so hattest nicht mehr so Lust auf Deutschland. Ja, am Anfang, eigentlich wollte ich mir ein Grundstück kaufen, aber es war in Deutschland halt ziemlich teuer so. Ja, genau. Und dann habe ich halt in Sri Lanka bin ich rumgereist. Ja. Eigentlich das einzigste Land, was ich bisher gesehen habe, deswegen, also ich bin noch nicht so weit rumgekommen. Also ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Ländern, ich war noch nicht mal in Indien oder so. Ja. Aber ja. Ja, und jetzt warst du ja auch die letzten 10 Jahre hier ziemlich durchgehend. Ne? Du warst wie oft? Nur einmal in Deutschland, glaube ich, 3 Monate? Ja, ich war seit 2008, ja, also seit ungefähr 9 Jahren, ja, war ich nur einmal für 3 Monate in Deutschland. Ansonsten war ich nur hier. Ja, also, genau. Ja. Ja. Also kann man schon sagen, ja gut, ich bin jetzt irgendwie einigermaßen hier jetzt. Ne? Also ich kann mir jetzt auch. Wobei zu Anfang habe ich halt viele Sachen sind halt viel einfacher in Sri Lanka so, ne? Ja. Die ganzen Probleme habe ich da halt nicht und so. Ja, das fand ich nämlich auch ganz cool. Benjamin hatte mir auch schon so erzählt, so, ne, er dachte so, erst ne, auswandern und alle Probleme in Deutschland lassen, ne? So, ja, aber so ist es halt nicht, ne? Ja, das habe ich halt alles mit hergebracht und es hat lange gedauert, bis ich dann auch das so ein bisschen gelöst habe. Und jetzt ist es eigentlich egal, ob ich in Deutschland lebe oder hier, weil eigentlich den inneren Frieden so, den habe ich halt bei mir gefunden, also egal wo ich bin. Ja. Aber Sri Lanka ist auf jeden Fall jetzt, wo wir jetzt hier sind. Und ja, und das ist schon echt schön hier. Ey, das Grundstück ist wirklich genial. So, es sind 7 Hektar oder sowas. Ne? Ja, ungefähr 7 Hektar. Genau. Und so von Flüssen umgeben. Also wir werden es euch ja nochmal zeigen. Ja, wir sind an 3 Seiten sind wir vom Fluss umgeben. Genau. Und dadurch, also 2 Flüsse. Ja. Und dadurch sind wir also fast komplett isoliert. Es fehlt nur noch ein ganz kleines Stück oben von so einem Nachbarn. Ja, mal schauen, vielleicht verkauft er irgendwann noch. Dann hätten wir halt so komplett isolierte Lage. Ja, aber... Ja. Ja, ist auf jeden Fall okay so, ja. Und genau, so wegen Auswandern in Sri Lanka, so, das hat mir dann auch einige gefragt und so, und du hast mir auch schon erzählt, ne? Also Sri Lanka, was du empfehlen kannst. Ja gut, ich kenne mich halt nur hier aus, aber ich kann auf jeden Fall sagen, also wenn man jetzt so, wenn man auf jeden Fall so sein eigenes Ding durchziehen will, ein Grundstück auf jeden Fall haben will und nicht so viel Stress beim mit dem Visum und sowas, mit Einreisebestimmungen und so, dann ist Sri Lanka halt nicht geeignet. Ah, schon. Weil du musst immer alle 6 Monate musst du halt immer wieder einreisen, ausreisen, neues Visum halt und so. Ja, und immer bezahlen und dann. Du kannst keine Grundstücke kaufen. Also Ausländer dürfen keine Grundstücke kaufen. Ja. Und deswegen, also bei mir war das halt so eine Sonderaktion, also eine Sonderlösung. Oder du hast ja dann geheiratet. Zufall, ne? Weil ich halt geheiratet habe, dann ergeben sich andere Sachen halt. Ne? Genau. Also jetzt das Grundstück ist auf Anushas Namen. Ja, bei dir hat sich das ja auch erst so ergeben. Ich meine, du hast Anusha kennengelernt so und. Du hattest ja jetzt auch nicht so geplant, dann unbedingt Sri Lanka auszuwandern und
Genau. Ja. Und ich kann halt nicht empfehlen, jetzt, ja, okay, dann heirate ich halt einfach hier. Ja, genau. Das ist zwar super einfach, ja. Da sind auch genügend Leute, die es machen würden. Ja, so. Ja. Aber naja, gut, da sollte man sich dann doch sicher dann sein. Steht man am Ende irgendwie so ein bisschen. Ja. Könnte man vielleicht ein bisschen ausgenutzt werden. So. Kommt halt drauf an, wie man es halt, wie man es so. Genau. Genau. Ja, also normalerweise ist Sri Lanka ist nicht so zum Auswandern, ne? Ja, es gibt, glaube ich. Also halt nicht, ja, ist jetzt nicht so das Leichteste, ne? Mit Papieren, Grundstücke und so. Also eigentlich nicht zu empfehlen. Bei dir war es halt, ne? Hat sich so ergeben mit Heiraten, ne? Ja, genau. Ja. Ja, weil, also bei mir war es halt auch wichtig. Also wenn ich auswandern will, dann will ich halt auch ein eigenes Grundstück haben. Ja. Und ich will halt irgendwie das easy haben mit der Einreise, mit der Einreisebestimmung. Genau. Und hier ist es halt. Ja, ja gut, du kannst zwar irgendwie, wenn du ein Geschäft gründest oder sowas, irgendein Unternehmen, okay. Und dann muss es aber mit einem Einheimischen zusammen sein und da kann ich auch nicht zu, also kann ich auch nur von abraten eigentlich. Ja. Gut, aber vielleicht ändert sich irgendwann mal was mit den Gesetzen hier, aber im Moment ist es halt. Ja, aber ansonsten, was Urlaub ist, muss ich sagen, ist es eigentlich ganz cool. Es war mit Visum recht easy. Ich hatte jetzt einfach in Deutschland so 90 Tage Visum beantragt vorher und habe mir das per Post schicken lassen, fertig so. Wo ich letztes Jahr nach Thailand bin, war es zum Beispiel im Merck, da musste ich extra zur Botschaft von Thailand, die schicken dir es nicht per Post und auch nicht per Einschreiben oder so, weil sie irgendwie Angst haben, das geht trotzdem verloren oder so und machen sie nicht mehr. Okay. Und da musste ich zweimal nach Frankfurt zur Botschaft und mir das holen und so. Und war, glaube ich, auch teurer als hier. Okay. Ja. Und ansonsten ist es hier auch recht easy, also wenn ihr unter 30 Tage könnt ihr einfach bei der Einreise am Flughafen das Visum machen oder vorher so einen ETA-Antrag online einfach nur ausfüllen, dann kriegt ihr das ausgestellt und kostet 35 Euro oder 32, irgendwie sowas. Ja, also, genau. Ja, ich kann, also was ich empfehlen kann, ist, wenn man halt einfach nur, sagen wir mal, halbes Jahr Sri Lanka, halbes Jahr Deutschland. Ja. Wenn das für einen in Frage kommt, so, ne? Ja, man kann dann immer bis zu 6 Monate bleiben, ne? Man kann dann so 90 Tage nochmal verlängern. Genau. Genau. Also du hast erst 3 Monate. Du kriegst automatisch bei der Einreise 30 Tage. Ja. Und dann kannst du die verlängern auf 3 Monate. Ja. Und danach anschließend musst du es nochmal verlängern auf 6 Monate. Ist zwar auch okay, zweimal nach Colombo und so. Ja. Aber es geht noch hier. Ne? Genau. Ja. Das ist okay. Ja. Bisschen Reisezeit, aber Reisekosten sind hier auch, die sind so, also öffentliche Verkehrsmittel hier sind sportbillig so, also du zahlst irgendwie nach Colombo, was du irgendwie, man fährt 6 Stunden mit dem Bus und du zahlst irgendwie 600 Rupien, was 3-4 Euro sind, ne? Genau, also gar nichts. Ja, mittlerweile gibt es halt diese Übernacht, also Überlandfahrten, die halt nachts fahren, auch unsere Busse, klimatisiert und die sind eigentlich ganz angenehm, sonst die normalen Busse brauchen halt länger und ja, das hatten wir ja schon, das Thema. Ja. In vielen anderen Ländern, so mit dem Auswandern, ist es halt auch so, du kannst echt selten, glaube ich, so richtig einfach dir irgendwie ein Grundstück kaufen. In Thailand ist es irgendwie auch so, du kannst dann nur, ich glaube, pachten auf 35 Jahre. Mhm. Ach so, ich dachte jetzt. Ja. Ich dachte, die Kamera ist, die stoppt nämlich immer vom Speicher her. Die macht, glaube ich, nur so 25 Minuten oder 30, je nachdem. Okay. Genau. Du kannst, glaube ich, nur pachten in Thailand. Für so 35 Jahre oder lebenslang dann irgendwie und nicht wirklich kaufen und dann, es ist alles immer so ein bisschen tricky mit Auswandern und so, genau, und drum Sri Lanka, ja, Ausländer können sowieso nicht kaufen, genau, ja, also eher nicht zu empfehlen, außer durch Zufall lernt ihr hier, ja, Frau kennen, aber selbst, ja, jetzt hierher gehen und sich jemanden suchen und weiß nicht. Ja, also auf jeden Fall, wenn man auswandern will, würde ich erstmal empfehlen, dass man es halt erstmal nur so testweise macht und dass man sich schon ein bisschen super klar ist, okay, welches Land, welche Sprache sprechen die da, auf jeden Fall schon welche Sprache entweder können ein bisschen. Mhm. Also hier würde Englisch reichen, Englisch ist kein Problem. Ja. Und erstmal das Land erstmal bereisen und erstmal gucken, genau. Ich war ja auch etliche Male hier. Und dann lernst du schon, wenn ihr einen schönen Ort, finde ich, für euch so findet, normalerweise, dann findet man schon irgendwie eine Möglichkeit, wie man da bleiben kann. Ja. Und klar, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt auch sehr viele Rentner, die hier, also wenn man zum Beispiel Rentner ist, das ist eine Möglichkeit, ich meine, aber jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile, du musst, glaube ich, mindestens 1000 Dollar Rente haben. Okay. Und dann kriegst du automatisch eine Daueraufenthaltsgenehmigung und kannst halt hier bleiben. Ja. Okay. Irgendwie sowas. Ansonsten musst du, glaube ich, immer auch wieder einreisen, ausreisen, einreisen. Ja. Genau, aber also für Rentner wäre es vielleicht, aber die können dann auch kein Grundstück kaufen. Mhm. Dann kannst du vielleicht ein Haus mieten.
Je nachdem, was du halt vorhast. Ne? Ja, genau. Das ist halt immer, ne, was man möchte. So. Ja, also wenn, denke ich mir so, ist halt schon cool, irgendwie ein Grundstück zu haben, mal eigenes Essen anzubauen. Das ist halt auch cool. Ne? Hier von den Bananen kannst du im Prinzip schon leben. Ja? Wenn du jetzt noch hier Kokosnüsse genug anbaust. Aber sonst rein theoretisch, wenn du jetzt einfach nur dir was mieten willst, also irgendwie ein kleines Grundstück mit einem Haus mieten willst und du hast kein Problem damit, dass du irgendwie alle 6 Monate mal nach Indien oder mal nach, ist ja alles um die Ecke hier, mal nach Malaysia, Thailand, dann kannst du auch hier sein ohne Probleme, dann wäre es okay. Dann hast du halt kein Problem mit dem Grundstück und du hast kein Problem mit der Einreise, weil du immer wieder... Ja, stimmt. Dann wäre es okay, hierher auszuwandern. Mhm. Also wenn man so ein bisschen so unterwegs ist, immer die ganze Zeit. Ja, genau. Keine Ahnung. Ja, so kommt halt darauf an, was man will. Ne? Ich bin ja im Prinzip auch flexibel, ich könnte irgendwie immer... an nichts gebunden so. Genau. Ja. Also dann wäre es von dem Standpunkt aus kein Problem. Ja. Und du wolltest ja auch, das wollte man dann eh in den anderen Video nochmal besprechen, so zur Gemeinschaftsbildung und so. Und du wolltest ja hier immer mehr so ein Gemeinschaftszentrum, Retreat-Zentrum, was auch immer aufbauen. Ne? Ja, wir haben da so einfach eine Community so ein entstehen lassen. Ja. Genau. Und das könnte man vielleicht so verbinden, dass man halt dann irgendwie dann das doch irgendwie ganz cool macht für Leute, die halt irgendwie sagen, okay, halbes Jahr Sri Lanka, halbes Jahr Deutschland. Genau, und dass man hier irgendwie vorbeikommt, hier eine Zeit lang lebt oder sich irgendwie auch, vielleicht so seinen Ort hier ein bisschen auf dem Grundstück. Ja. Oder auch einfach nur so, okay, ich habe eine Idee, ich will vielleicht auswandern, so, dann komme ich halt erstmal 6 Monate hierher. Genau. Dann weiß ich schon ungefähr, wie ist es in den Tropen und so. Ja, genau. Und dann kann man sich ja vielleicht ein anderes Land suchen, was vielleicht besser ist für einen. Ja. Da gibt es ja so viel, also... Ja. Ich glaube, Costa Rica soll auch ganz, aber weiß ich nicht genau. Ja, Costa Rica war ich auch mal, finde ich auch ganz schön. So, sind ja auch irgendwie einige, ich glaube, Car Sandinsporter jetzt auch. Ja, genau. Und ich mein, die sind Lauren Lockman, Lauren Lockman hat da so ein Fastencenter, auch echt sehr interessant. Schaut doch mal auf den seinen YouTube-Kanal. Genau. Ja. Ja, aber ansonsten, das andere machen wir dann in dem Video mit Community Building und so. Und dann laufen wir hier nochmal rum und blenden so ein paar Bilder ein, so hier vom Grundstück. Und erzählen dann mal genau, was Benjamin hier so vorhat mit dem Grundstück. Im Moment ist er ja, im Moment jetzt dieses Jahr ist so richtig angelaufen mit Fruchtlawine, ne? Mit dem Früchteversand, Das fängt alles so langsam an zu funktionieren, Genau. Das wäre auch noch so ein Thema, da können wir auch noch ein Video im Prinzip drüber machen. Gehen. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt nur drunter. Ja. Genau, weil das ist alles gar nicht so einfach, wie man denkt, so hey, da Früchte kommen, schick mal rüber, ne? Da gibt es schon noch so mehr Bestimmungen und das ist echt, ey, es ist echt nicht einfach, Früchte nach Deutschland zu verschicken. Hätte ich nicht gedacht so. Vorher, man macht sich da ja nicht großen Kopf zu. Es gibt einmal so viel Bestimmungen und dann ist es auch so schwierig, eine reife Früchte zu bekommen. So. Hier. Ja, ja. Und ich muss dazu auch sagen, dass Sri Lanka ist, glaube ich, nicht so das geeignete Land, um Fruchtversand aufzubauen. Also wenn ich jetzt nicht hier irgendwie, meine Frau nicht Singalesin wäre und ihr Bruder noch dabei und so weiter, dann hätten wir, glaube ich, ich habe es ja vorher alleine probiert auch. Ja, klar. Ist halt schon, ich glaube, da gibt es einfachere Länder. Ja, ja, das denke ich auch so. Allein von den Exportbestimmungen. So, genau, also, als wir angefangen haben, okay, es dürfen keine Mangos mehr exportiert werden, Kokosnüsse dürfen nur noch mit irgendwie, keine Ahnung, da gab es alle möglichen Sachen halt dann, Genau. Ja, cool. Aber, dann machen wir noch ein extra Video, ne? Und ihr schreibt, ob ihr das mit den Früchten noch hören wollt und wir machen, extra Video über eine Rundtour vom Grundstück und Community-Bildung, so Gemeinschaft hier. Genau, und wenn ihr irgendwelche anderen Fragen noch habt zum Thema Auswandern oder so, dann könnt ihr es auch unten noch irgendwie im Kommentar schreiben. Direkt beantworten, ne? Genau, oder ihr könnt auch, ich kann da meine E-Mail-Adresse noch mit unten reinschreiben oder sowas, falls ihr irgendwie spezielle Fragen habt. Und falls ihr hier mal vorbeikommen wollt, irgendwie Work and Travel sozusagen oder irgendwie, was sich gerade so ergibt. Oder im Baumhaus, da hast du immer noch, ne? Hast du auch gemeint, hast du bei Airbnb auch drin, ne? Genau, habe ich bei Airbnb. Kann ich auch mal, wenn ich dran denke, verlinken, so, das ist richtig genial, das Baumhaus, so, also wenn ihr da mal ein paar Nächte verbringen wollt, so, ist schon echt schön. Genau, und das fangen wir auch jetzt gerade jetzt in diesem Jahr an, dass wir es halt öfter vermieten jetzt. Ja. Versuchen wir einfach da. Ja, schon. In der Buchung, genau. Ja, ja gut. Dann ansonsten macht's gut. Dann bis zum nächsten Video. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.